Bei Interrail gab es wieder einen Sale, dass alle Global Passes um 10% reduziert waren, weshalb ich mich heute spontan dazu entschieden habe, mir wieder einen zu kaufen. Deshalb werde ich übrigens auch in den nächsten Wochen ein paar Videos machen über Interrail, was man vorher oder während der Reise wissen sollte. Und ich werde euch natürlich auch auf meine Reise mitnehmen, was genau da passiert. Ich will noch nichts Konkretes sagen wegen Corona und so. Aber es gab einige Fragen, die ich hatte, bevor ich meine erste Interrail-Reise gemacht habe. Und diese habe ich nicht wirklich geklärt bekommen online, was die Reservierungen angeht, die Sitzplatzreservierungen. Deshalb möchte ich jetzt in den nächsten Wochen ein paar Videos machen, um das alles mal zu erklären, meine eigenen Erfahrungen mit euch zu teilen. Und das Ganze fängt heute an mit den Tipps, die ich euch gerne geben möchte, die ich gerne vor meiner ersten Interrail-Reise gewusst hätte. So, fangen wir direkt an mit dem ersten Tipp, den ich euch geben kann, und das ist, lernt es mit der Railplanner App und mit Google Maps umzugehen. Falls ihr es nicht wusstet, das ist aber eigentlich ein essentielles Tool auf der Interrail-Reise, ist, es gibt so eine Railplanner App von, kurz verstecken, damit der Handy anvisiert. Es gibt so eine Railplanner App von Interrail selber, glaube ich, mit der man seine ganzen Zugreisen planen kann. Das Problem dabei ist, die App ist nicht perfekt. Sie gibt euch eigentlich fast nur die schnellsten Möglichkeiten, zwischen A und B hin und her zu kommen. Das heißt, wenn ihr ein bisschen flexibler sein wollt oder nicht unbedingt reservieren wollt, dann müsst ihr da ein bisschen rumtricksen. Das findet man aber ziemlich schnell raus, wenn ihr da ein bisschen kreativ seid und Zeit rein investiert. Also lernt die App kennen, die verschiedenen Funktionen. Vielleicht mache ich dazu noch ein Video. Aber ja, das ist ganz wichtig. Und natürlich auch Google Maps, denn manchmal schlägt die App euch vor, dass ihr zum Beispiel in einer Stadt umsteigen müsst, aber an zwei verschiedenen Bahnhöfen. Das ist sehr oft bei mir, oder bei mir zumindest ist es so gewesen, und ich habe das auch schon sehr oft auf Routen gesehen, die ich zumindest geplant habe oder nicht gefahren bin, dass das in Paris zum Beispiel so ist, dass man zwischen Paris Nord und Paris Ost, was nur ein paar hundert Meter, glaube ich, sind, oder vielleicht sogar noch weniger, aber das muss man auf dem Schirm haben. Deswegen würde ich dazu noch Google Maps empfehlen. Lernt euch mit Google Maps, setzt euch mit Google Maps auseinander, lernt damit umgehen zu können, und gegebenenfalls, wenn ihr kein Internet habt in den Ländern, wo ihr hinfahrt oder kein Highspeed mehr habt, ladet euch Karten auf Google Maps runter, sodass ihr euch navigieren und euch orientieren könnt, wenn ihr mal braucht, was in fremden Städten, denke ich mal, der Fall ist. So, der zweite Tipp knüpft an den ersten so ein bisschen an, und zwar nehmt nicht nur die Züge, die App euch auf den ersten Blick vorschlägt, denn ihr solltet euch nicht nur mit den Funktionen der App auseinandersetzen, sondern vor allem auch ein bisschen rumprobieren, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, von A nach B zu kommen, und ob es vielleicht Sinn macht, zwischendurch zumindest einen Fahrplan halt zu machen. Was ich damit meine ist, zum Beispiel bin ich vor 2 Jahren auch auf meiner Interrail-Reise, wollte ich von Kopenhagen nach Köln. Habe natürlich alles auf einmal gesucht, habe bei der Reservierung auch angegeben, ich möchte von Kopenhagen nach Köln, hat er mich über Hamburg geschickt und hat gesagt, die Teilstrecke zwischen Kopenhagen und Flensburg müsstest du aber reservieren. So, das habe ich dann gemacht. Ein paar Tage vorher haben dann aber mein Kumpel, mit dem ich unterwegs war, und ich uns dazu entschieden, einen Tag früher schon wieder nach Köln zu fahren. Und wir hatten aber keine Reservierung, also habe ich geguckt, einfach nur die Strecke zwischen zwischen Kopenhagen und Flensburg. Und plötzlich wurden mir ganz andere Zugverbindungen vorgeschlagen, für die man gar keine Reservierung brauchte. Jetzt letztens habe ich nach einer Verbindung geguckt von einer Stadt in Österreich nach Italien. Und die ganze Strecke, die mir vorgeschlagen wurde, war super sinnfrei, weil man entweder hätte alles reservieren müssen, weil in Italien muss man ziemlich viel von den Schnellzügen reservieren. In Deutschland zum Beispiel die ICEs gar nicht. Dann habe ich aber die Teilstrecke unterteilt, einmal von Österreich nach Bologna, glaube ich, und dann von Bologna weiter, und plötzlich war das super easy und ich habe eine viel, viel schnellere Strecke bekommen und musste trotzdem keinen Teil reservieren. Das heißt, ich habe Geld gespart und bin auch deutlich schneller, also natürlich nicht so schnell wie mit den reservierten Zügen, aber trotzdem deutlich schneller als mit den kostenlosen Zügen unterwegs. Mittlerweile ist es zum Glück so, dass man bei der App angeben kann, nur Züge anzeigen, die man nicht reservieren muss. Das war damals nicht so, da habe ich jetzt deutlich Zeit gespart, als ich jetzt gerade angefangen habe, vor ein paar Tagen meine Züge, meine Reisen zu planen für Ende des Monats, vielleicht kommenden Monat mal schauen. Wie gesagt, ich möchte noch nicht so viel erklären, weil nicht, dass es alles ins Wasser fällt wegen Corona. Das heißt, man kann ganz gut filtern, entweder man möchte, das ist okay für mich, wenn ich Züge reservieren muss, oder ich möchte gerne komplett umsonst nur fahren.
Es dauert dann natürlich, besonders in Italien, muss man sehr, sehr viele, ich glaube Italien und Spanien auch, da muss man sehr, sehr viele Züge reservieren. Das heißt, man ist sehr, sehr lange unterwegs, wenn man diesen Button anklickt, nur reservierungsfreie Züge. Aber das müsst ihr dann für euch wissen. Ihr könnt euch die App einfach so runterladen, auch wenn ihr keinen Pass habt, und einfach mal so ein bisschen schauen. Das Gute ist, es ist alles offline übrigens. Das heißt, ihr braucht kein Internet, um die App zu benutzen. Der Nachteil daran ist natürlich, dass man nicht die Live-Daten hat. Also man sieht nicht, ob der Zug verspätet oder ausgefallen ist. Da muss man dann am Bahnhof schauen. Das Gute ist, dass in den Erfahrungen, die ich gemacht habe, in all den Ländern, wo ich bisher mit Interrail unterwegs war, in niemandem gab es auch nur annähernd, ich glaube sogar gar keine Probleme mit Verspätungen oder Zugausfällen, zumindest bei mir nicht, wie in Deutschland. Es war ganz witzig, wir hatten eine Reise durch ganz West- und Nordeuropa und kein einziger Zug war verspätet oder ausgefallen. Und kaum sind wir in Flensburg, von der Reise, die ich eben erzählt hatte, kaum sind wir in Flensburg, hat unser Zug nach Hamburg Verspätung. Also da braucht ihr euch gar nicht so viel Sorgen machen, zumindest nach meinen Erfahrungen nicht. Verspätungen und Zugausfälle sind in Europa überhaupt, zumindest in Westeuropa, überhaupt nicht so normal, sag ich mal, wie in Deutschland. Tipp Nummer 3 ist, falls ihr doch reservieren wollt, dann macht das relativ früh. Die Erfahrung haben wir gemacht, besonders bei Fähren. Ich wollte mit meinem Kumpel, mit dem ich unterwegs war, eine Fähre nehmen von Wales nach Irland, sind wir am Ende geflogen, weil als wir uns dazu entschlossen haben, das zu tun, aber noch nicht gebucht hatten, war noch alles gut. Und später war es dann, ich weiß gar nicht, ob es einfach nur unfassbar teuer wurde oder ob gar nicht mehr verfügbar war. Auf jeden Fall haben wir uns dann dazu entschlossen, einfach von London nach Dublin zu fliegen, weil es viel, viel angenehmer war. Dann gab es dann noch ein paar andere Beispiele, die ich jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf hatte, aber es ist wirklich so, dass die Verfügbarkeit von Reservierungen deutlich schlechter wird mit der Zeit. Also wenn ihr, wie ich ehrlich gesagt, so eine Person seid, die alles vorher planen möchte, dann bucht die Reservierung so früh wie möglich. Ich glaube, die Zugreservierungen werden zwar nicht teurer, das war jetzt bei der Fähre eine Ausnahme, aber zumindest die Verfügbarkeiten werden deutlich schlechter. Deswegen, wenn ihr wisst, ihr wollt es machen, dann macht es besser sofort dicht und bucht den Sitzplatz im Zug, weil bei uns war es so, dass es dann am Ende doch ein bisschen teurer geworden ist, als wir es gedacht haben. Also noch im Budget alles gut, aber genau, das gleiche gilt übrigens für Hostels, das hatten wir gar nicht erwartet, aber wir hatten uns alles am Anfang rausgesucht, hatten eine grobe Kalkulation gemacht und am Ende wurde es doch deutlich teurer. Einmal natürlich weil die Reservierungen, wie gesagt, teurer geworden sind und die Hostels waren auch am Ende einiges teurer in der Summe, einzeln nicht wirklich, aber in der Summe war es dann doch einiges teurer. Einfach weil wir dann, ich glaube, 2-3 Monate später gebucht hatten, was aber trotzdem noch, wann war denn das? Ich glaube, wir haben dann im April oder Mai gebucht und sind im Juli gefahren. Und hatten das aber schon im späten Winter, sage ich mal, geplant. Also ja, buche so früh ihr könnt, das wird euch wahrscheinlich einiges an Geld sparen. So, Tipp 4 ist einer, der mir sehr schmerzvoll beigebracht wurde von mir selber. Und zwar, nehmt nur das mit, was ihr wirklich braucht und packt so leicht wie möglich. Ich habe meine Interrail-Tour im Sommer direkt nach meinem Abitur gemacht und das war das erste Mal, dass ich alleine für etwas länger als, keine Ahnung, ein paar Tage weg war. Also habe ich alles Mögliche eingepackt, was ging. Meine Tante hatte mir damals einen riesigen Koffer gegeben, den ich natürlich voll gemacht habe. Der war viel, viel zu groß, aber ich dachte mir, ich habe den Platz und habe damit alles mitgenommen. Selbst einen Föhn habe ich mitgenommen, was nicht wirklich, ich glaube, ich habe den kein einziges Mal benutzt. Und das war ein riesiger Fehler. Ich werde jetzt auf jeden Fall beim nächsten Trip nur einen Rucksack mitnehmen oder vielleicht einen kleinen Koffer, mal schauen. Das ist bei Zügen halt einfach anders als bei Flugzeugen. Da hat man kein Maximalgewicht, Maximalgröße, sondern du nimmst einfach mit, was du kannst. Aber es ist wirklich so, bei Interrail, ich denke, die Leute, die Interrail machen, ist zumindest bei mir so, wir haben nicht wirklich viel Geld, ja, oder zumindest nicht so, dass man regelmäßig irgendwie Taxen nehmen kann. Also wir sind immer damals vom Bahnhof zum Hostel gelaufen und andersrum natürlich auch. Und mein Freund hatte das gleiche Problem. Sein Koffer war zum Glück ein bisschen kleiner, aber auch wirklich groß. Und wir sind sehr, sehr viel mit Koffer und Rucksack auf dem Rücken. Also Koffer nicht auf dem Rücken, aber mit Koffer in der Hand und Rucksack auf dem Rücken sind wir sehr, sehr viel gelaufen. Und das war echt nicht schön, weil der Koffer war wirklich schwer und viel Treppenlaufen im Hostel. Also nehmt wirklich nur das Nötigste mit. Ihr werdet in Europa in wahrscheinlich jedem oder zumindest fast jedem Land all das finden, was ihr irgendwie in den Notfällen braucht. Also es gibt keine Notwendigkeit, irgendwas ganz Spezielles mitzunehmen. Und auch Klamotten wirklich, nehmt nur für ein paar Tage was mit, nicht für eine ganze Woche oder 2 Wochen oder vielleicht sogar 4 Wochen, 2 Monate, ich weiß nicht, wie lange ihr unterwegs sein wollt. Es gibt ja mittlerweile Interrail-Tickets für bis zu 3 Monaten. Nehmt nicht für 3 Monate Klamotten mit, wenn das überhaupt möglich ist, ich weiß es nicht, aber
Wirklich, ich kann das nicht genug verdeutlichen, wie wichtig es ist, einfach nur leicht zu packen, auch wenn ihr sagt, ja, bis so ein großes Problem wird es nicht. Natürlich ist es kein Problem, einen riesen Koffer dabei zu haben, aber es ist einfach unfassbar unangenehm. Und ich muss sagen, meine Reise wäre, glaube ich, deutlich schöner gewesen, wenn ich einen kleineren oder zumindest oder gar keinen Koffer, nur einen Rucksack dabei gehabt hätte. Dazu muss man auch sagen, es gibt in den meisten Hostels unterm Bett so kleine Fächer, wo man dann den Koffer rein oder zumindest den Rucksack rein packen kann. Mein Koffer war halt deutlich zu groß dafür. Das heißt, wenn ihr Wert darauf legt, dass eure Sachen weggeschlossen sind, dann kann es sein, dass die Locker im Zimmer oder diese, ich sag mal, Riesenschubladen für Koffer oder für Wertsachen unterm Bett, dass sie einfach zu klein sind für euren Koffer. Deswegen lieber Rucksack mitnehmen, klein halten, alles, dann passt auch alles in diese sicheren Orte, sage ich mal, und dann ist alles gut. Letzter Tipp, der trifft vielleicht nur auf manche zu. Ich war ultra nervös vor meiner Reise damals und das liegt einfach daran, dass ich, wie gesagt, so viele Fragen und so wenig Antworten hatte. Ich versuche das natürlich mit meinen Videos hier ein bisschen wegzunehmen, aber es war einfach so, dass ich mir extrem unnötig Sorgen gemacht habe über Dinge, die ultra einfach waren. Und das ist mein letzter Tipp, macht euch wirklich keine Sorgen. Interrail, ich weiß, dass man über manche Themen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Thema mit den Reservierungen im Moment ist, aber ich habe damals überhaupt nichts gefunden, was mir geholfen hat, im Internet diese Reservierungssysteme zu verstehen. Ich habe gar nicht gesehen, wie dieses Portal überhaupt aussieht, wo man reservieren kann. Ich bin so ein visueller Mensch, ich muss immer sowas sehen, wie sieht das aus, was kann ich damit machen. Wie teuer sind denn überhaupt so Reservierungen? Ich habe immer gehört, ja, in ein paar Ländern ist das so in dem Bereich, in anderen in dem Bereich. Und ja, das muss ich mir jetzt noch angucken, wie das aktuell geregelt ist. Aber das war so meine größte Sorge. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel Reservierungen kosten und wie das alles funktioniert. Und am Ende war das aber alles super einfach und gar keine Sorge. Und ich hatte auch Bedenken, was, wenn jemand diesen Interrail-Pass nicht kennt. Das stimmt aber überhaupt nicht. Also Interrail ist, jeder Kontrolleur kennt diesen Interrail-Pass. Das ist alles gar kein Problem und was auch immer ihr gerade für Bedenken in eurem Kopf habt, das ist alles so gut durchdacht und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war super beruhigt, als ich dann so in der Mitte der Reise oder als die Reise dann vorbei war, dachte ich so, boah, ich habe mir so viele Gedanken gemacht und es war so überhaupt nicht nötig, also macht euch keine Gedanken, wirklich entspannt euch, wenn ihr jetzt so eine Reise vorhabt, es wird bestimmt super. Und es ist auch nicht nur was für Leute, die total extrovertiert sind und sonst was. Ich würde mich als ultra ruhigen Menschen bezeichnen. Ich weiß nicht, wie das auf der Kamera so rüberkommt, aber die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin eher so zurückhaltend mit neuen Leuten. Vor 2 Jahren war das noch deutlich extremer, als es jetzt ist. Und ich habe trotzdem super viel Spaß gehabt auf dieser Reise. Sodass ich jetzt halt wiederhole. Wie gesagt, ich habe mir wieder einen gekauft. Ich hoffe, es waren ein paar wertvolle Tipps für euch dabei. Ich freue mich super auf meine nächste Interrail-Reise. Bin gespannt, wie das so wird. Und falls ihr schon ein Ticket habt oder euch jetzt eins kaufen werdet, dann wünsche ich euch natürlich auch eine super Reise, wann auch immer sie stattfindet. Und ja, hoffe, dass meine und vielleicht eure Reise nicht zu stark durch Corona eingeschränkt wird. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und wir sehen uns hoffentlich in einer der nächsten Videos, wo ich über andere Erfahrungen, weitere Tipps, was auch immer, über Interrail reden werde. Mal schauen. Ich hoffe, mein Pass kommt jetzt in den nächsten Tagen an. Und dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr davon erzählen, wie das Ganze abläuft. Und genau. Also bis dahin. Adios.